und hat dann 2014 sozusagen einen Erfolg im Kino gehabt, im regionalen Kino. Und wir haben uns zum allerersten Gespräch für Resguthaben, ich glaube 2015 getroffen, sowas in der Art. Ja. Und Restguthaben war damals sozusagen diese, also deswegen die Namensgleichheit. Der Hubert Denk und der Mike Werner haben das sozusagen irgendwie mal so im Kopf gehabt, ach, warum einen Film machen? Lass uns doch eine Trilogie machen, die alle mit Rest im Namen sozusagen da irgendwo im Filmtitel enden werden. Und das war so die Ursprungsidee. Das ist dann alles ganz anders natürlich geworden. Und Restguthaben war lange Zeit der Arbeitstitel für dieses Projekt. Ja. Und nachdem sozusagen ich letzten Endes mich auch sehr intensiv in diese Drehbucharbeit gestürzt habe, ist natürlich diese Ursprungsidee, die mal der Hubert Denk und der Mike Werner hatten, das war natürlich eine andere. Ja. Weil ich natürlich gesagt habe, naja, also wenn ich das Projekt jetzt sozusagen als Regisseur begleite, dann muss ich irgendwas machen, was ich erzählen kann. Ja. Und dann ist diese Geschichte entstanden, in der es sozusagen um die Freundschaft in einer Liebesbeziehung oder Ehe geht. Ja. Und die Frage sozusagen, weswegen sind wir denn überhaupt zusammengekommen? Ja. Und war das tatsächlich nur materiell abhängig? Ja? Oder geht es da um was anderes? Geht es da um Unbeschwertheit und einfach um Freundschaft in der Beziehung? Und vor allem, wenn man mal nicht weiter weiß, dann kann man natürlich bei seinem Partner auch einen freundschaftlichen Rat einfordern. Ne? Und das war dann, das hat sich dann so ein bisschen hinentwickelt in meinem Kopf. Und das habe ich dann anderen auch sozusagen erzählt und habe gesagt, das ist das, was ich machen möchte. Ja? Und dann habe ich mit dem Hubert Denk zusammengesetzt und wir haben dann das Drehbuch dazu entwickelt. Und genau, und 2 Jahre später oder 3 Jahre später haben wir dann gedreht. Und ein Jahr später, also 2019, dann gab es die Teampremiere und 2020 wollten wir eigentlich ganz offiziell im Kino starten. Bislang gab es nur 4 Premieren. Genau, also man kann ja wirklich sagen, die Premiere lief, war ja am 12. und 13. März in Passau und in der Nähe von Passau. Und da weiß ich noch, da war ich mit, bin ich mit meiner Mama hingekommen und ich fand es total schön im Kino. Und auch die ganzen Leute wieder zu sehen, den Film auch endlich auf der großen Leinwand zu sehen. Also ich habe ihn ja schon bei der Teampremiere auch gesehen. Aber im Kino selber das nochmal zu erleben, ist einfach auch nochmal ein anderes Gefühl. Und ich war auch sehr stolz, den Film meiner Mama zu zeigen und einfach allen Leuten, die im Kino waren. Und ich weiß aber, also ich wäre eigentlich mit mehreren Freunden gekommen. Wir wären mit 2 Autos ungefähr aus Ingolstadt gekommen und da war das aber dann mit Covid-19, Corona, da fing es gerade an. Die Unsicherheit machte sich breit und dann hat eine Freundin, ein Freund nach dem anderen abgesagt, was ja auch völlig in Ordnung war. Und dann kam ja wirklich, hat sich ja alles überschlagen. Premiere war dann, ich habe an dem Wochenende noch in Passau dann übernachtet mit meiner Mama auch. Die ist also ich bin ja Österreicherin und meine Mama ist extra aus Österreich gekommen. Und dann kann ich mich noch erinnern, die Nachrichten in also Fernsehen, Radio, ja, ab Montag werden die Grenzen geschlossen zu Österreich und von Österreich. Und die Schulen werden geschlossen und Theater waren schon zu und also das hat sich ja da förmlich stündlich die Nachrichten überschlagen und da kamen ja die Ausgangsbeschränkungen und und. Was bedeutet das für einen Film wie Restguthaben? Also natürlich war die Überlegung so mal da, die Premiere auch zu kippen. Ja. Aber dadurch, dass wir das einfach schon 6 Wochen vorher irgendwo allen Leuten gesagt haben, haben wir gesagt, naja, wir machen die Premiere jetzt noch, weil es haben sich ja auch, ich meine, du warst auch da, du hast ein Zimmer gebucht. Ne. Das ist natürlich jetzt so, dass man sagt, viele haben sich auch schon drauf gefreut. Und wir hatten in Passau einen Kinosaal, der hat 300 Personen gefasst. Davon hatten wir 220 Karten verkauft und vor Ort konkret waren
ich sag mal, 50 oder 60 Leute. Ja. Alle anderen waren so unsicher, dass sie einfach nicht mehr hingegangen sind. Zumal wir auch an diesem Tag, vor allem in Passau, also in Freiburg war der Saal eh sehr klein, das waren so 80 Personen. Und an dem Freitag war es dann so, dass bereits in Passau diese Veranstaltungsbeschränkung galt, dass nicht mehr als 100 Menschen gleichzeitig an einer Veranstaltung teilnehmen durften. Und dann habe ich noch, wie gesagt, am Tag vorher mit dem Kino telefoniert und ich wollte mich nur absichern, ob die das nach wie vor machen möchten oder ob sie aus Sicherheitsgründen sagen, nein, wir dürfen nicht mehr aufsperren. Aber als die gesagt haben, hey, nein, wir machen das noch, wir machen erst zu, wenn es offiziell geschlossen werden muss. Und somit konnten wir die Premiere machen. Wir hatten dann das ganze Kino für uns. Also es waren 3 Säle und die wurden alle für uns blockiert, weil eben, wenn wirklich 200 Menschen gekommen wären, dann hätten wir die auf 3 Säle verteilt. Also wäre eine Notlösung gewesen, aber zumindest hat uns das Kino eine Lösung angeboten. Ja. Und dann ist es so, also Rescue ist eine Independent-Filmproduktion, die jetzt keinem großen Studio angehört, die auch keine Auftragsproduktion vom Fernsehen ist, sondern das ist sozusagen aus sich selbst heraus entstanden und wird auch sozusagen von uns selber vermarktet. Ja. Und deswegen ist es grundsätzlich nicht so schlimm, dass der Film jetzt im März seinen Start gehabt hat. Das macht man halt im Herbst oder so. Oder zumindest, wenn jetzt wieder absehbar ist, wann darf man wieder ins Kino gehen und man darf sich auch auf einen Kinobesuch freuen. Und deswegen ist das einfach nur verschoben für uns. Ja. So ein amerikanischer Film, der ist halt direkt um ein Jahr oder verschoben worden generell, weil die haben natürlich teilweise wirtschaftliche Existenzsorgen, wenn der Film nicht das Ergebnis, also die Ausgaben zurückspielt. Und da reden wir halt teilweise von 100 Millionen oder mehr. Und die haben halt ein Interesse, dass der weltweit entsprechende Einspielergebnisse liefert. Aber dieser Zustand Covid-19 oder diese Beschränkung, die galt ja weltweit. Das heißt, da waren nicht nur wir hier im deutschsprachigen Raum betroffen, sondern wirklich überall. Und wir haben gesagt, naja, wir wollen jetzt diesen Film nicht einfach veröffentlichen, nur damit er veröffentlicht ist, sondern der Film hat ja, der braucht ein Publikum. Ja? Der braucht ein Publikum, das sich auf die Geschichte einlässt. Und der braucht auch ein bisschen dieses Gefühl, dieses Entdeckergefühl. Ja? Und das war es uns einfach nicht wert, das jetzt so zwangsläufig durchzudrücken und jede Möglichkeit zu nutzen, irgendwo einen Film zu präsentieren. Ein paar sozusagen deutsche Verleiher haben ja auch sozusagen tatsächlich relativ früh nach dem offiziellen Kinostart das Angebot ins Online gestellt, ja, also zum Kaufen oder auch den DVD-Vertrieb, Blu-ray-Vertrieb angekurbelt. Aber das haben wir alles gesagt, nee, wir wollen das nicht, weil unser Film ist für die Leinwand gemacht. Und da braucht man auch dieses Dunkle und dieses Große und dieses Sound-Erlebnis, ja, damit man einfach so ein bisschen eine Chance hat, diese Geschichte so zu genießen, wie sie gedacht ist. Ja.